Moin, moin, Raiko hier. Zwar kriege ich immer wieder die Frage von Anfängern, welche Maschine sie fliegen sollen, welches Land oder welche Premium-Maschine. Viele wissen einfach nicht, welche so gut sind und so. Und ich persönlich kann einem da nur empfehlen, zum Beispiel meine Lieblingsmaschine ist hier die amerikanische Premium Mustang. Es ist eine sehr schöne Maschine. Ist am Anfang eigentlich recht schwierig zu fliegen, weil sie halt nicht wendig ist. Das ist ein sogenannter Energy Fighter. Das heißt, du musst mit dem auf Höhe gehen und dann in den Sturzkampf runter und danach wieder hochziehen. Und du kriegst fast die Ausgangshöhe, wo du den Sturzflug begonnen hast, bekommst du mit diesem Flugzeug wieder hin. Das ist sehr, sehr schön. Also sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit und oft wird halt unterschätzt. Diese 6x12 mm, oh, die machen doch keinen Schaden, das ist absoluter Bullshit. Weil die hat so, zumindest ich habe da reingeladen, panzerbrechende Brandmunition und du steckst sehr, sehr schnell irgendwas damit an. Und also ich kann die jedem nur ans Herz legen. Wir wollen jetzt einfach mal eine Runde damit drehen und mal gucken, wie man die so fliegt und was man damit reißen kann. Das wollen wir uns einfach mal anschauen. So, da geht's auch schon los. Dann wollen wir mal gucken, ob wir gleich ein paar Bomber oder sowas erwischen. Denn selbst die kann man nur mit diesen 12 mm sehr gut killen. Müssen einfach mal schauen, was wir da jetzt so als Gegner haben. Und dann gucken wir mal. So, wir gehen jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Höhe. Oh, da haben wir da schon ein paar Bomber, das ist sehr schön. Und dann gucken wir mal, was wir hier so kriegen. Ich kann mich noch gut an meine ersten Runden mit dem Ding hier erinnern. Da habe ich mich auch recht schwer getan und war dann erst ein bisschen enttäuscht, weil ich halt als typischer Anfänger so immer in diesen Kurvenkampf gegangen bin und so. Und dafür ist er halt nicht gemacht, ne? Aber an sich ist das ein sehr schönes Flugzeug. Und wenn man erstmal den Dreh damit raus hat, kann man da auch wunderbar mit Credits und Erfahrung farmen. Das geht wirklich wunderbar mit dem Ding. Man muss halt nur ein bisschen üben und dann passt das schon. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwo mal diese tausenden Bomber sehen. Die sich natürlich wunderbar im Nebel hier verstecken können. Okay, da ist eine Jäger, da geht die Spitfire schon drauf, da muss ich ja nicht hinterher. Da haben wir eine B-24. Guck, das ist doch das, was wir wollen. Natürlich haben wir da drüben auch eine Jagd. Da wollen wir mal gucken. Das muss jetzt schnell gehen. Aber so wie es aussieht, geht die Spitfire auf die Jagd. Das ist sehr schön, dass der mir da so ein bisschen hilft. Ja, das finde ich super. So, und wir drehen mal ganz schnell ab. Die Bordschützen sind nämlich immer übel bei den Teilen. Wie man das hier so schön sehen kann, hat es mir schon das Heck zerrissen. Aber das ist bei diesen nur 12 mm Dingern echt brutal. So, und zack,
haben wir eine B24 ausgenommen. Nur mit 12 mm. Also das wird absolut unterschätzt. Und wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, dieses Flugzeug sich mal zuzulegen, weil sie echt mega viel Spaß macht. Wenn man erstmal den Dreh damit raus hat, ist das ein ganz feiner Flieger. Jetzt gehen wir natürlich hier 1000 Mann auf das Ding drauf. Und mal gucken, ob wir da mal irgendwie noch was reißen können und dann zu der anderen hier zu gehen. Also sie ist hin, okay. Dann holen wir uns mal diesen da. Ach, jetzt waren wir zu schnell. So. Jetzt aber. Abschusshilfe, naja. Besser als nix. Jetzt gehen wir wieder mal hoch. Was haben wir denn noch? Ja, sonst haben sie ja keine Bomber mehr. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. So, dann schauen wir mal. Tatsächlich keine Bomber mehr. Jetzt können wir uns mal nur auf die Jäger beschränken. Dann machen wir dasselbe. Wir gehen einfach auf Höhe und dann im Sturzkampf runter und versuchen wir einen zu erwischen, und um uns mit Geschwindigkeit, die wir dann aufgebaut haben durch den Sturzflug, wieder in die Wolken zu verziehen. Das ist ja der Sinn dieser Maschine. Okay, da ist eine I-85, die kommt runter. Müssen wir mal gucken, ob wir die erwischen. Okay, oder die Jagd, die ist näher. Und zack. Ich kann es sehen. Beste Beispiel ist ja nur 12 mm. Ihr habt es gesehen. Zack, ist er kaputt. Ein Feuerstoß rüber. So darf es weitergehen. Das finde ich ja schön, dass man jetzt hier das so schön sehen kann. Wie gesagt, erfordert nur ein bisschen Übung. Das kriegt man eigentlich ganz schnell raus. Einfach auf Höhe gehen, draufstürzen und wieder hochziehen. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil viele Leute dann einem hinterherjagen wollen, hinter die Kurven und so. Und du wirst halt einfach gnadenlos immer ausgeturnt und dann selbst abgeknallt. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. So, was haben die? Eine Peschka haben sie da noch. Okay, der ist auch weg. Nur zwei Kills, ja, ist okay. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu unserer B17 und geben denen so ein bisschen Deckung, falls was hochkommen will. Oh, da ist immer eine ganze Menge in der Mitte. Da ist die Peschka, die haben wir doch gesucht. Unser Kollege hier. So, brennen du da schon mal? So, in der Geschwindigkeit wird die auch ein bisschen wendiger. Dann kann man aber was mit anfangen. Wieder kritisch getroffen. Okay, hier ist eine Jagd. Die können wir sehr gut von hinten überraschen. Und wieder ein. Also das ist ja wunderbar. Wenn man mal hier so sehen kann, was diese nur 12 mm anrichten können, ist das schon sehr schön. Wir werden jetzt zwar trotzdem verlieren, aber in diesem Video wollte ich euch, oh, wir haben was hinter uns, auch nur mal so als Beispiel zeigen, was die so kann, wenn man so mal ein bisschen Übung damit hat.
kriege sehr schöne Unterstützung, das freut mich ja. Das hat man auch nicht oft. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Übung ist das ein wunderbares Flugzeug und macht mega viel Spaß. Ja, da haben wir jetzt zwar verloren, aber trotzdem. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt so einen kleinen Eindruck bekommen von der Maschine, was sie so kann. Würde mich freuen, lasst mir einen Daumen da. Bis dann, ciao, ciao.